Das Phönix-Prinzip ist ein Gedankenkonzept, welches den kritischen Geist in dir weckt. Denn es geht um eine Theorie, die multidimensionale Tatsachen zusammenfasst und daraus eine sehr klare Weltanschauung schafft. Alles ist kosmischen Zyklen unterworfen, deren starke Energien Auswirkung auf die Sonnen, Planeten, also alle Wesenheiten haben, was auf der Erde ebenfalls schon immer zu Kataklysmen führte und die Überlebenden jedes Mal stark berührte. In der sogenannten Cheops-Pyramide, die nichts mit dem wahren Erbauer zu tun hat und deren wahres Alter steht auf keinem Datenblatt, die Zyklen in der Geometrie verborgen stecken, deren darin kodierte Botschaften müssten jeden freien Geist erwecken. Die Pyramide fungiert als kosmische Uhr, die der Menschheit aufzeigen will, die Zäsur. Denn es ist eine Warnung vor dem, was wieder geschehen wird, macht uns auf den mystischen Zyklus aufmerksam und auf das Ende von diesem, was für sehr viele dann auch das irdische Ende bedeuten wird, für andere einen Neuanfang beschwört. Die Sonne wird dann zu einem Tor, nachdem sie ihre Energie in sich einsaugte und damit schon früher ein super energiereiches Potenzial aufbaute. Nach der Dunkelheit kommt der Sonnenblitz, was die einen erhellen wird, die anderen zu Tode erschrecken wird, da sie nicht verstehen werden, was geschehen war, denn alles stellt sich plötzlich anders dar. Wir sind in der fünften Sonne und die sechste Sonne stellt den Schlusspunkt dar, was uns die indigenen Völker heute sagen, wird schnell kommen und wird sehr bald wahr. Die hohe Energie zuerst die Synapsen überfordern wird, viele den Eindruck haben werden, sie nicht mehr sie selbst zu sein, da sich schlagartig verflüchtigen wird, der falsche Schein, und das wahre göttliche Dasein erkannt werden wird, was viele Niederschwingenden nicht aushalten werden, da sie das reine Licht verwirrt und somit deren Körper stirbt. Alles wird im Außen und Inneren sichtbar, denn es wird wiederhergestellt, wie es einmal ursprünglich war. Manche werden gehen, andere werden feiern das Geschehen, weil die Künstlichkeit, die Knechtschaft, wie durch einen kosmischen Wind wird verwehen. Die Lügen werden transparent, auf das die Falschheit sehenden Auges verbrennt. Das ist der Event, von dem sich die selbsternannten Herrschenden fürchten. Denn zudem die knechtende Technik sich in Wohlgefallen auflöst und somit ihre Welt untergeht. Für ihre Reue ist es dann zu spät. Die einen verlassen ihren Körper und gehen in 4D, in eine andere Welt, die ihrem Potenzial entspricht, die anderen nicht. Ein anderer Teil der Menschen werden in 5D mit ihrem transformierten Körper aufsteigen, tragen in sich mehr reines Licht, da 5D ihrer Schwingung entspricht. Du kannst den künstlich erschaffenen Wahnsinn in jedem Moment schon verstehen und die mörderischen Vergehen, denn sie wollen Menschen und Gefahrenpotenziale jetzt schon reduzieren, bei den dann Verbliebenen das Bewusstsein digitalisieren, um nach dem Phönix-Ereignis gottgleich zu regieren, haben aber keine Chance,
da bereits ihre Seele nicht mehr existiert. Man kann es sehen, wenn man ihre Taten dechiffriert. Denke einmal darüber nach, und nach kommt die Erkenntnis. Denn alles fügt sich zusammen, ergibt ein klares Bild, auch wenn es sich zuerst anhört ziemlich wild. Riesige geheime Bunkeranlagen, ganze Städte existieren im Untergrund. Deshalb dauern viele oberflächlich gesehene Bauprojekte auch so lange. Der Phönix am Himmel ist der wahre Grund. Führen in Wirklichkeit tief in den Untergrund, sollen wieder gewährleisten ihre spätere absolute Dominanz nach dem großen Totentanz. Der Bote ist ein brauner Zwerg, wird am Himmel erscheinen, ist der Bruder unserer Sonne, wird ein farbiges Lichtspektakel mit sich bringen, wird auch X genannt, hat in der Vergangenheit schon so manche Falschheit verbrannt. In Wirklichkeit ist nämlich unser Sonnensystem ein Doppelsternsystem. Nur die Umlaufbahn dieses Boten riesig ist. Deshalb nimmt er die Menschheit alle paar tausend Jahre in die Pflicht, wird uns bringen, das starke Phönixlicht. Der Phönix wird aber nicht ihrer sein. Der Phönix wird sein, ihre größte Pein. Denn der Phönix wird auf unserer Seite stehen, wird vollends aufzeigen, die unmenschlichen Vergehen. Aber wir werden einfach weitergehen, während sie hassen. Wir werden sie dem Phönix überlassen. Ihre Welt wird untergehen und wir steigen auf, wie der Phönix aus der Asche, mit dem reinen Bewusstsein über die satanische, jahrtausendalte Masche und gestalten gemeinsam eine neue Welt, die Ganzheit im Fokus behält. Die in 4D werden noch einige Leben durchlaufen, werden aber irgendwann zu 5D aufschließen, werden dann gemeinsam die wahre Schöpfung genießen. Der Tod ist eine Illusion, denn wir sind unendlich, wird einem bewussten Menschen immer mehr erkenntlich. Schaut man in die Zukunft, sieht man die Städte. Die Städte werden überwuchert und menschenleer sein. Dies berichten Remote-Viewer, sahen es bereits im kosmischen Feld, egal ob es dem einen oder anderen gefällt. Der Phönix kündigt sich bereits an, siehst es bereits an der Sonne und ihrem anderen Licht, bemerkst bereits, dass die künstliche Matrix ist nicht mehr so dicht. Bemerkst die starke Strahlung auf der Haut, wenn man sich der Sonne aussetzt, das gleißende weiße Licht sieht, wenn man nach oben schaut. Das Verdunkeln der Sonne mit toxischen Stoffen und Metallen wird nichts nutzen. Dies bereits seit Jahrzehnten geschieht. Wer dies heutzutage immer noch nicht sieht, der wurde bereits verlassen, konnte früher die Realitätssteuerung schon nicht erfassen. Ich werde weiter Ausschau halten, werde mein Leben weiter positiv gestalten, werde tun, was ich für richtig halte, werde durch die Impulse, die ich erhalte, versuchen, meine Zeitlinie zu optimieren, werde Mitmenschlichkeit niemals ignorieren, also die Nächstenliebe weiterhin in mein Herz integrieren und werde bis zum besagten Nullpunkt die falsche Matrix dechiffrieren. Wer sich entschieden hat, wer nicht wankt, wer die Fallen erkannte und weiterhin erkennt, wer sein Leben einfach in positive Bahnen lenkt, der wird schlussendlich außerordentlich beschenkt.
Ich habe keine Angst, werde jede Welle reiten, werde an meiner Schwingung weiterarbeiten, bis zum Schluss. Wer aber gar nicht kommen muss, sind es Welten, die sich teilen, oder eher Universen, denn das eine besteht aus Angst, das andere aus der Zuversicht, welches dir sicher auch besser steht zu Gesicht. Die Einheit, die Liebe, schlussendlich die Gesamtheit ist der Ort, der für mich erstrebenswert ist, kann jetzt schon von uns mitgeformt werden, durch jedes Wort, durch unsere Vorstellung, die wir vor uns sehen, und entwickeln so immer mehr ein Gefühl, wo wir hingehen. Der Phönix aus der Asche kann mich jetzt schon beflügeln und wird die Dunkelheit erst zügeln und dann ganz wegspülen. Ich nutze den kosmischen Sturm als Rückenwind, drehe mich in die richtige mentale Richtung, drehe der Angst geistig den Rücken zu und die Leichtigkeit des Seins beginnt. Doch wird es auf Erden ziemlich still werden, dennoch atme ich das Licht tief ein und atme die schlechten Energien aus, wachse und habe dadurch keine Furcht. Wir gehen gemeinsam herausfordernden Zeiten entgegen und dadurch. Doch zuvor werden wir andere harte, künstliche, geschaffene Ereignisse erleben. Doch wer die Realitätssteuerung versteht, wer sich Remote Viewings zu Gemüte führt, der wird zwar erschüttert sein, aber weiß, was er zu tun hat, auch wenn er die Viewings selbst nicht macht. Die Stärke des Geistes und deiner physischen Natur wird gefragt sein, genauso deine Klugheit, denn wir steuern zu auf einen, vorsichtig gesagt, großen Streit in unseren Landen, wird nicht schön werden, aber wird zu dem Ergebnis führen, dass danach überlegt wird, was funktioniert, wenn man die Realität nicht ignoriert.